Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und wie ich im Livestream schon angeteasert habe, möchte ich jetzt ein bisschen ein neues Spiel spielen. Also keine Angst, Minecraft kommt nach wie vor jeden Tag, das kommt zusätzlich. Estronier kommt auch noch, aber ja, jetzt machen wir erstmal Factorio. Genau. Factorio, wer es noch nicht kennt, ist ein Spiel, in dem man eine riesige Fabrik bauen kann. Ich finde es echt super. Ich habe es ein kleines bisschen angespielt und ich würde sagen, wir spielen jetzt auch erstmal die Kampagne hier. Und ja, je nachdem, wie dann das Feedback von euch ist, können wir dann ein Open-World-Spiel starten. Und ich glaube, ich muss direkt mal, das habe ich vergessen, das Tutorial ausschalten. So. Genau, also die ersten zwei Missionen habe ich schon gespielt. Hier geht es jetzt darum, Sachen abzubauen. Die Rettungskapsel hat mir das Leben gerettet. Ich befürchte, die anderen hatten nicht so viel Glück. Habe ich die Fenster gar nicht ausgeschaltet? Nee. Ja, jetzt sind wir hier. Wir sind hier abgestürzt. Ich frage mich, ob ich nicht etwas von diesem Wrack benutzen kann. Ah, Tatsache, hier sind Eisenplatten drin. Boah, dieses Tutorial geht mir so auf die Nerven. Ich habe das da ausgeschaltet. Tut mir leid. Aber Tipps und Tricks. Verwende. Eigentlich habe ich es ausgeschaltet. Naja. Vielleicht hätte ich es zu Spielbeginn ausschalten müssen. Hier ist nichts weiter zu finden. Ich werde mir selbst ein paar einfache Werkzeuge herstellen müssen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar hier im Inventar können wir quasi uns Werkzeuge craften. Und jetzt müssen wir was abbauen. Und dann sagt uns das Spiel was. Das da drüben sieht aus wie Eisenerz. Ah ja, hier haben wir Eisenerz. Wisst ihr, ich hasse Tutorials. So. Eisenerz erfolgreich abgebaut, würde ich sagen. Wenn ich das Eisenerz nur irgendwie schmelzen könnte. Tja, was für ein Zufall. Ach, okay, wir brauchen 5 Steine. Dann holen wir uns 5 Steine. Und bauen uns einen Schmelzofen. Genau. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Und packen das Eisen und die Kohle da rein. Und schon bekommen wir Eisenplatten. Das war eine leichte Übung. Ich bin ziemlich müde von der ganzen Arbeit. Ich frage mich, ob das automatisiert werden kann. Und jetzt geht's allmählich hier in eine sehr schöne Richtung. Und zwar in die Richtung automatisieren. So, da brauchen wir ein paar Steinchen, um einen Schmelzofen zu bauen. Beziehungsweise müssten wir nicht mal, weil praktischerweise macht das Spiel alles automatisch. Wir brauchen zum Beispiel hier Eisenräder. Aber ihr seht, das ist hier orange hinterlegt. Das bedeutet, wir haben zwar keine, aber wir haben die Materialien, um die herzustellen. So, wir brauchen mehr Eisen. So, noch ein bisschen Eisen da rein. So.
Gut, und jetzt können wir den befeuerten Erzförderer herstellen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir packen den auf das Eisenfeld. So. Ach ja, und er will natürlich auch Kohle haben. Ist ja klar. Ohne Kohle geht nichts. So. Ausgezeichnet. So. Wir können uns jetzt hier unsere Ressourcen abholen. Aber es gibt einen einfacheren Weg, aber den wird uns das Spiel jetzt auch gleich sagen. Genau, ich soll eine Holzkiste bauen. Okay, dafür müssen wir ein paar Bäume umnieten. So, und weg damit, und weg damit. Und weg damit. So, eine Holzkiste. Zack. Und jetzt werden alle Ressourcen hier in die Holzkiste gepackt. Ich kann sie mir rausnehmen und hier in den Ofen werfen. Großartig. Heute habe ich einiges gelernt. Hohoho. Du hast den Ort erkunden? Ah, okay. Nächstes Level. So, und hier sehen wir schon ein bisschen mehr Automatisierung. Das sieht aus wie eine verlassene Bergbaustätte. Ich frage mich, wofür diese Greifarm wohl gut ist. Die Rede ist von diesem Greifarm hier. Und hier packen wir jetzt ein bisschen... Ich kann das nicht ganz aufsplitten, ne? Fällt mir gerade auf. Ja. Wir packen hier... ein 1, 2, 3, 4, 5 Kohle rein. Und hier auch. 1, 2, 3, 4, 5. Und der hier ist falsch rum. Genau. So. Und wie wir sehen, packen die Greifarme jetzt automatisch das Zeug hier rein. Wir haben aber noch andere Möglichkeiten. Wir können uns zum Beispiel hier so Fließbänder herstellen. Ich überlege gerade. Ich habe es nur kurz an... Uah. Okay, so funktioniert das also. Alles klar. Wie gesagt, nur kurz angespielt. Das habe ich jetzt noch nicht so die super Ahnung von dem Spiel. Ah, länger gedrückt halten, okay. So, und zwar würde ich gerne ein paar Conveyor Belts machen. Ja. Und ja, hier kommen ab und zu so richtig widerliche Gegner. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, hier liegen ganz schön viele Leichen rum. Der zweite Arm ist verkehrt ausgerichtet. Haha, jetzt war ich schneller als das Tutorial. So. Huch. So, so, so. Ja. Nein. Nein. Noch ein zweiter vielleicht. Und jetzt hier runter. Ah ja, jetzt hier runter. Wie komme ich nochmal aus diese... Ach, mit Q, okay. Und jetzt seht ihr, wie dieser Greifarm hier automatisch die Kohle hier reinpackt. Und der Greifarm das Zeug hier reinpackt. Und die packen das alles hier auf das Fließband. Und so geht das alles schön automatisch.
So. Und wir sollen noch viel mehr Erzförderer bauen. Okay. Dann machen wir das doch. Wir könnten hier erstmal die Förderbänder ein bisschen ausweiten. Und dann Erzförderer. Was brauchen wir dafür? Bisschen Stein und ganz viel Eisenplatten. Okay, Eisenplatten sollte ich hier ein paar haben, genau. Und Stein muss ich jetzt per Hand ein bisschen abbauen. Aber das ist okay. 5 Stück, glaube ich, brauchen wir. Ja. Befeuerter Erzförderer. Genau. Und den können wir auch gleich direkt hier über die Steine stellen. So. Und ein bisschen Kohle reinpacken. Und jetzt stellt der wunderschöne Steine für uns her. Ist das nicht toll? So. Ja, wir können erstmal eine Holzkiste hinpacken. Haben wir hier nicht eine Holzkiste abgebaut? Ne, haben wir nicht, oder? Okay, wir brauchen Holz. So, bauen wir uns ein bisschen Holz ab. Machen eine Kiste. Ach doch, da wäre eine gewesen. Ja, okay, das ist ein bisschen komisch, weil, ja gut, eigentlich ist es ganz normal wie in Minecraft. Man hat hier und hier ein Inventar, aber. Ja, so funktioniert das schon mal nicht. Ah, okay, ich bräuchte so einen Greifarm, aber ich kann auch die Holzkiste direkt hinstellen. Dann brauche ich keinen Greifarm, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, cool. Genau. So. Jetzt können wir noch ein paar von den Dingern hier herstellen. 2 Stück, um genau zu sein. So. Und die bauen wir dann mal dahin. 1 und 2. So, die haben alle keinen Treibstoff mehr. Okay. Dann packen wir hier überall mal eine ordentliche Menge rein. Ne, das ist deren eigenes Fuel. Ich würde mir jetzt gerne hier Kohle abzwacken. Okay, das ist scheinbar nicht so einfach, sich hier Kohle abzuzwacken. Ah doch, ich kann es einfach mit F vom Fließband runtergrabbeln. Ha! Nice. So, ach komm. Jetzt haben die alle ein bisschen. Der hier kriegt auch noch mehr. Ausgezeichnet. So. Dann als nächstes bauen wir noch mehr von den Dingern. Wir müssen ja insgesamt 10 bauen. Und 5 Schmelzöfen sehe ich gerade. Huch. Okay. Das war wohl gerade irgendwie die Map. Das ist ein bisschen blöd auf der Tastatur gelegt. Da ist nämlich meine Mute-Taste, aber okay. Da ist er. So. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Kohle. Das mopsen wir uns hier wieder. Und dann brauchen wir ein Fließband. Oh, ich habe aus Versehen ganz schön viele produzieren lassen. Gut, ich brauche eigentlich auch so viele, aber. Naja. Lass uns das mal hier so ein bisschen nach unten leiten. So, zack. Perfekt. Dann Schmelzofen. Stein brauchen wir. Das sollte nicht das Problem sein. Hier ist sehr viel Stein drin. Und du willst Kohle haben. Okay. Machen wir. Uah. Boah, ey, die erschrecken mich immer so, dass die mich gleich kriegen. Ist ja furchtbar. Ist da noch einer im Anmarsch?
Vielleicht sollten wir mal ein bisschen in die Offensive gehen. Naja, komm her, komm her, komm her, mein Freund, komm her. Boots. Igitt. Kann ich da zum Gucken rüber? Nein. Okay, das wird jetzt echt unschön. Hallo? Schieß, schieß, schieß! Okay, das war vielleicht nicht die schlauste Idee, die ich je hatte. Alter, ich bin fast tot. Okay. Also definitiv nicht die schlauste Idee, die ich je hatte. Allerdings sind jetzt alle Viecher tot. Also von dem her. Ja. Ist das echt dein Ernst? Die Kohleförderer brauchen Kohle zum Fördern, aber die Kohle, die sie fördern, fördern sie nicht für sich selbst. Das macht natürlich Sinn. Nicht. So. Wo war ich? Genau. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Ich bin wieder zu weit weg. 4 und. Wo machen wir den fünften hin? Ach, machen wir den da hin. Dann bauen wir hier nochmal ein bisschen um. Weil ich hätte gerne auf jeden Fall erstmal noch zwei Erzförderer. Und ihr seht unten links hier, dass er quasi alles dafür baut, was wir dafür brauchen. Und zwar, ich hätte gerne noch einen Erzförderer hier. Und noch einen Erzförderer für Kohle. So. Holen wir uns mal so ein bisschen Kohle. So. Dann Conveyor Belts. Nee, das war eins zu hoch. Okay, ich muss mit der Steuerung noch ein bisschen klarkommen, aber das soll jetzt nicht das Problem werden. Okay, davon brauchen wir eine Menge von diesen Armen. Denn wir brauchen ja jeweils zwei pro Ofen. So, Conveyor Belts. Nein, ich. Zack, 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 zack. Ich würde sagen, wir machen 1, 2, 3, 4, 5 haben wir. Wir machen 3 und 2 vielleicht. Der da unten steht auch blöd. Ich glaube, wir stellen den da auch noch hier oben hin. Jetzt muss ich noch weiter das Zeug hier abbauen, aber okay. So, und hier für die Eisenproduktion machen wir es bis hier hin. Da haben wir hier 1, 2, 3, 4 für die Eisenproduktion. Das wird so nicht funktionieren, richtig? Richtig. Hier müssen wir ein bisschen tricksen. Und zwar, wir brauchen hier auf jeden Fall jetzt ein paar mehr. Müssen wir erst hier runter gehen, dann hier um die Kurve und dann hier hoch. So läuft es dann an allen Greifern vorbei. Da ganz oben muss noch ein Greifer hin. So. Und hier auch. Und der hier ist dann für das Kupfer zuständig.
So, und den hier ist allen schon wieder der Brennstoff ausgegangen. Das ist ja mal typisch. Die auch schon wieder. Ja, okay, aber so viel Stein brauche ich im Leben nicht mehr. Behaupte ich jetzt mal. Du sollst deine Waren idealerweise auch hier auf das Fließband packen. Genau. So kann ich mir jetzt hier überall was wegkrabbeln. Sehr schön. Und dann können wir die hier befüllen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich packe mal 10 in jeden rein. Na gut, ganz so viel haben wir halt nicht. Hilft alles nichts. Und der hat schon wieder keine Kohle, obwohl der Kohle abbaut. Das ist ein Drama. Es ist wirklich ein Drama. Was soll denn das? Ach ja. So, ja, genau. Und jetzt ist ihm das ausgegangen. Ich wusste es. Aber ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Man baut halt dann immer größere und größere und größere und größere Fabriken. Und das hier ist noch ein kleines Gebiet. Man kann dann eine zehnmal so große Karte komplett mit Fabriken zukleistern. Ich finde das super. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. Ja, Greifer. Ach, da fehlt noch ein Fließband, ne? Dafür brauchen wir Eisenplatten. Wir haben hier 100 und jetzt. Ja, okay. Okay, das Eisenplattenziel haben wir eigentlich sogar schon erreicht. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Dann würde ich sagen. Bauen wir ein bisschen um. Und zwar, wenn wir das Eisenplattenziel schon so gut wie erreicht haben, aber das Kupferplattenziel noch gar nicht mal. Ups. Ach ja, Q. Dann sollten wir vielleicht den Großteil der Öfen für Kupferplatten benutzen. Genau. Schön, jetzt werden hier Kupferplatten hergestellt. Perfekt. Oh wow, die Kohle. Okay, das Kohleziel, denke ich mal, dürfte auch nicht das Problem werden. Okay. Gut, Leute. Oder machen wir die Mission noch schnell fertig? Ja, wir machen das Level jetzt noch fertig hier. Das ist vor allem der erste Part, der darf gerne auch ein bisschen länger dauern. So, 43, hier noch ein bisschen Kohle, zack, zack, zack. Perfekt, das haben wir auch. Jetzt fehlen uns nur noch 7 Platten. So, 4. Und zack, alles erledigt. Puh, das war harte Arbeit, aber ich denke, ich habe nun alles, was ich brauche. Es ist Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Tada! Wir haben 9 kleine Beißer abgeschossen. Oh, das klingt ja nach, als gäbe es auch noch große Beißer. Okay. Na gut. Alles klar. Dann hätten wir die ersten beiden Missionen geschafft. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Es ist ein bisschen anders. Ich finde es aber ganz cool. Ich denke mal, wenn wir das noch ein bisschen länger spielen, dass das auf jeden Fall auch noch spannender wird mit noch größeren Riesenfabriken und so weiter. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Gebt der Folge einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, upsa, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.